Spektakulärer Hubschraubereinsatz über den Dächern von Wien. Das Pharma- und Geozentrum der Uni Wien hat über den Luftweg ein neues Kühlaggregat bekommen. Gewicht des Rückkühlers 2,5 Tonnen. Die Verhonik GmbH war für Planung und Herstellungsüberwachung zuständig. Zum Einsatz kam der größte zivile Mehrzweckhelikopter Europas. Warum dieser aufwendige Hubschraubereinsatz? Durch die baulichen Gegebenheiten, exponierte Lage der Rückkühler, ist ein Einsatz eines Kranes nicht möglich und es ist uns, oder wir haben uns daher dazu entschieden, hier einen Hubschrauber zum Einsatz zu bringen. Ja, es ist so, dass in Wien Hubschraubereinsätze äußerst selten sind, weil ganz einfach die Bestimmungen recht heikel sind im Stadtgebiet. Flug über das Stadtgebiet mit Lasten ist auch noch für uns nicht zulässig. Das heißt, es gehört genau geplant, wo die Lasten zu deponieren sind, wo sie aufzunehmen sind. Der Hubschrauber ist ein Schwerlasthubschrauber, der größte von Europa. Ist ein russisches Gerät mit zwei Turbinen, zweimal 2200 PS und hebt 5 Tonnen. Mit dem neuen Rückkühler ausgestattet kann man, dank der Verhonik GmbH, am Pharma- und Geozentrum der Uni Wien wieder kühlen Kopf bewahren.